Erkrankung, dass diese Leute oft schon sehr hineinsteigen und dadurch die Leute in Alkohol verfallen und depressiv werden. Sigi, wie kommst du zu diesem Entschluss? Na, ich kenne zum Beispiel viele Kollegen von mir, die so oft von der Freundin verlassen werden, gell? Mhm. Und dadurch auf den Alkohol verfallen und die Arbeit und alles Mögliche verlieren. Ja. Und dann auch gar nicht mehr wissen, was dran sind. Sigi, glaubst du nicht, dass man da vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht, dass man das jetzt falsch versteht, labil sein muss, dass man, dass einem das überhaupt passiert? Weil ich denke mal, wenn ich Liebeskummer habe, dann liege ich vielleicht einmal 2 Tage zu Hause, weinen mir die Augen aus dem Kopf, ja? Aber kommt mir dann die Idee, dass ich jetzt irgendwie in Alkohol verfalle? Ja, mir geht es hier, wo man kann auf jeden Fall probieren, an sich selber zu arbeiten. Man kann zum Beispiel probieren, so eine Freizeitbeschäftigung umzulenken. Ne? Das heißt, wenn du Liebeskummer hast, betreibst du viel Sport? Ja, ich probiere mich einfach umzulenken. Ich steigere mich einfach nicht so ein. Also ich nehme das Ganze ganz locker. Ne? Wie? Hast du eine Beziehung? Ja, ich habe so Bekannte, aber wie gesagt, ich steigere mich da nicht so ein. Mhm. Bist du Single? Nein, Single bin ich nicht, ich habe so Bekannte. Nur bei uns hat ja jeder seine eigene Wohnung. Ne? Nur das, Entschuldigung, dass ich dich jetzt noch einmal unterbrich. Eine Bekannte und Freundin ist in meinen Augen ein Unterschied. Wie siehst du das? Ja, Freundin ist für mich, wenn man zusammen wohnt. Ne? Ja. Der Bekannte ist, wenn man nicht zusammen wohnt, und aber trotzdem gemeinsam was unternimmt. Na gut, ich wohne mit meiner Freundin auch nicht zusammen, aber bin trotzdem mit ihr zusammen. Ne? Ist das für dich schon eine Freundin? Ja, natürlich. Das ist die Frau, die ich liebe. Also, nein, wenn man nicht zusammen wohnt, dann ist ja das viel unkomplizierter, ne? Mhm. Weil wenn zum Beispiel sie einen anderen Freund oder was hat, kann man dann viel unkomplizierter auseinandergehen. Wenn man zusammen wohnt, ist ja das Ganze viel komplizierter, ne? Stimmt. Alles klar, okay. Danke für deine Meinung. Dir noch einen schönen Abend.